Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Okay, die Musik kenne ich so gar nicht, dass sie so anfängt. Na gut, wir sind das letzte Mal mit Mordrak zum neuen Lager gelaufen. Und genau da sind wir jetzt hier auch. Und wir haben schon mit Laris gesprochen und mit Kronos, dem Magier, dort. Wir haben allerdings noch nicht wirklich viele Aufträge bekommen, die uns dabei helfen sollen, hier im neuen Lager aufgenommen zu werden. Wir sollen Baal-Isidro-Kraut abnehmen und es verkaufen und dann den Erlös zu Laris bringen. Und wir sollen mit Mordrak nochmal darüber reden, dass die Sekte irgendwas Großes plant. Ja, beide befinden sich dort in der Kneipe auf dem See. Und ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn wir da jetzt reinlaufen. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. War nicht besonders schlau. Ich bin Schürfer. Und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Ich höre nicht mehr auf das Gefahrsein. Oh Mann. Ja, wir können ihn auch bestechen, aber es bringt nicht so viel. Also, das kostet meiner Meinung nach zu viel Erz. Ich weiß nicht, wie viel Erz es kostet, aber ich will es nicht machen. Ja, wir müssen entweder mit Banditenkluft oder mit Schürferkluft dort reinlaufen. Beides haben wir nicht. Deswegen müssen wir uns erstmal noch ein bisschen umschauen. Und auch hier mache ich das jetzt wieder so, wie ich es immer mache. Wie ich jetzt hier die Leute durchgehe. Und es ist auch so durchaus sinnvoll, hier einfach mal anzufangen. Was zum Teufel war das denn? Er ist in dem Suppentopf ertrunken? Okay. Es wird Zeit, irgendeine Art von Bug-Compilation hier mal zu starten. Gut. Schön. Dann sollten wir aufpassen, was wir da tun dort oben. Achso, das machst du ja wieder nicht. So machst du es. Okay. So, Baal-Kagan, mit dir möchte ich sprechen. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal-Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Die Banditen sind dem Sumpfkraut verfallen und einige der Sektenleute dem Reisschnaps. Okay, na gut. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Okay, eigentlich würde ich dann jetzt auch trotzdem denken, dass du warten solltest, bis der Ersatz da ist und dann erst dich um neue Kunden kümmern solltest, aber okay, ist ja nur meine Meinung. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst.
Ich habe sehr gute Kontakte zu Kor Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Okay. Tja, wenn er gute Kontakte zu Kor Kalom hat, dann kann er uns ja vielleicht bei der Sache mit dem Rezept helfen. Aber schauen wir erstmal. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Okay. Ja, hier wird im Hintergrund schon wieder Krach gemacht, aber ich habe von der letzten Aufnahme gemerkt, dass man das eigentlich so gut wie überhaupt nicht hört. Aber ich finde jetzt diesen Suppenkessel, finde ich jetzt sehr gefährlich. Ich möchte mich ihm nicht mehr nähern. Ja, jetzt haben wir hier die Option, willst du etwas Sumpfkraut? Bei allen, die keinen Namen haben. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Sollte eigentlich ein Geschenk sein, aber ich will mich mal nicht beschweren. Nein, weg, weg. So. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür, hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ja, wir können auch mal gucken im Inventar, wie das überhaupt aussieht. Wir haben ja schon mal Sumpfkraut gesehen. Grüner Novize, 8 Stück haben wir noch. Ja, das ist jetzt zugegeben nicht sonderlich spannend, die Aufgabe. Aber sie ist sehr gewinnbringend. Wir haben schon über 100 Erz. Oh, sehr schön. Könnt tatsächlich bei Tiere ausnehmen lernen. Ich glaube, bei euch kann ich das nicht machen, weil ihr die Torwächter seid. Ja, genau. Aber das ist eben hier sehr lukrativ. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Sehr schön. Ja, ich werde den Dialog jetzt demnächst auch einfach mal wegklicken. Hey, wo wollt ihr denn hin? Ach so. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Der Tag ist vorbei und sie laufen jetzt zur Kneipe, glaube ich. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ihr habt eure Route zu der Kneipe nicht wirklich gut geplant. Da stehen Leute im Weg, wollte ich nur mal sagen. Aber wir können trotzdem mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, es gehen längst nicht alle zur Kneipe, sondern ja, fast nur die 2, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, Sharky. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Was hat er denn so Schönes? Dietriche, Erz, jede Menge Heiltränke. Brauchen wir noch nicht. Reisschnaps. Reis. Ja, er ist der Nahkampfwaffenhändler im neuen Lager. Aber er hat nur bis zur verwitterten Axtwaffen. Das ist jetzt nicht wirklich toll. Unser selbstgeschmiedetes Schwert ist besser. Deswegen, ja, vielleicht ein andern Mal. Na, du sollst ja nicht das Feuer ansprechen. Genau, entspann dich einfach. Dann musst du nicht gleich so aufspringen. Nur wenn jemand kommt, der... Ja, du auch nicht. Du brauchst bestimmt auch ein bisschen Sumpfkraut. Hast du ganz hier? Wenn du meinst. Noch mehr Banditen. Du siehst aus. Hast du ganz hier? In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich klar. Ja, was tut man nicht alles für Erz? Kann ich mit dir sprechen? Bruce. Moment mal. Ich kann mich gerade nicht so direkt dran erinnern, wer du eigentlich warst.
Okay, wir haben die gleichen. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Klar. Wie bei jedem anderen Banditen. Na gut, dann lassen wir dich halt und geben dir einfach nur ein bisschen Sumpfkraut. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ja, das lernen wir nicht. Das brauchen wir nur an einer Stelle. Und auch da brauchen wir es nicht wirklich. Es würde uns dann nur ein bisschen Weg ersparen. Und deswegen, also es sind meiner Meinung hier im ersten Teil verschenkte 10 Lernpunkte. Im zweiten Teil kann man es dann nicht mehr lernen, sondern man erlernt es quasi automatisch, wenn man einen gewissen Geschicklichkeitswert erreicht hat. Ja, das ist durchaus wahr, mein lieber Bandit. Man soll nicht alles glauben, was man hört. Vielleicht ist es auch in Gothic 2 ganz anders. Hört nicht auf mich. Manchmal erzähle ich auch Blödsinn. Wolf. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Hm. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Schade. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Ich glaube, die waren... die Gesprächsoptionen sind irgendwie falsch angeordnet für das eigentlich flüssige Gespräch. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Auch das war nicht die richtige Option. Hm. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay, wahrscheinlich hätte ich doch das machen sollen, das mit dem Bogen erlernen will. Ja, er hat eine ganze Menge Zeug bei sich. Die Blutfliegen, ein sehr interessantes Buch, das wir noch immer nicht kaufen werden, weil es noch zu teuer ist. Was hat er denn hier Schönes? Ein bisschen Nahrung und er ist eben der Fernkampfhändler des neuen Lagers und er hat aber jetzt momentan nicht viel mehr als einen Kurzbogen bei sich. Und den bekommen wir auch auf anderem Weg. Okay, gut. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Okay. Gut. War jetzt alles ein bisschen konfus, aber wir sind jetzt quasi alles durchgegangen. Gucken wir mal kurz nach. Oh, aktuelle Mission. Erfüllte Mission. Verschwundener Gardist. Sehr schön. Ja, unter allgemeine Infos können wir uns übrigens angucken, wer uns alles wo was beibringen kann und wer alles mit uns handeln kann. Händler im neuen Lager, Händler im alten Lager. Lehrer im neuen Lager, Lehrer im alten Lager, Lehrer außerhalb der Lager. Der Bandit Drax, ja. Die Information, dass Aidan das auch macht, das ist übrigens der Bandit, den wir auf dem Weg hierher getroffen haben, den habe ich völlig unkommentiert am Wegesrand stehen lassen. Der bringt uns das auch bei. Und es kann sogar sein, dass er das kostengünstiger tut als Drax. Das müssen wir mal noch rausfinden. Gut. Ich möchte dir Sumpfkraut verkaufen. Du siehst auch. Hast du? Ganz hier. Du siehst auch. Aber. Oh, wir haben keins mehr bei uns. Okay. Ja, gut. Dann können wir Balkagan verkünden, dass wir es geschafft haben. Deswegen halte ich mich jetzt hier nicht damit auf, diese Reihe an Leuten jetzt hier noch durchzugehen. Denn wir haben die Option, an neues Sumpfkraut ranzukommen.
und können das dann wieder weiter verhökern. Verlass dich auf jemanden. Und das Schöne ist, das können wir quasi jeden Tag aufs Neue tun. Also ich glaube jetzt nicht innerhalb von, ja, wenn es jetzt hier gerade Mitternacht schlägt, dass wir dann von einem Schlag auf einen Schlag wieder das verkaufen können, sondern eben wenn ein paar Stunden einfach vergangen sind. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Wir machen natürlich das, dass wir Hilfe wollen, um aufgenommen zu werden. Hilf mir, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Deine Bitte ist bescheiden. Ich werde dir helfen. Hör gut zu. Baltyon ist einer der niederen Gurus. So wie ich. Iberion hat ihn zu einem seiner Berater gemacht. Das ist ihm nicht bekommen. Er hält sich jetzt für so wichtig, dass er mit niemandem außer seinen Schülern mehr redet. Wenn du ihm das hier gibst, wird sich seine Zunge lösen. Oh, sehr schön. Ja, denn damit kommen wir nämlich an Erfahrung. Anders. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Als wenn wir Erz genommen hätten oder die Spruchrollen. So, Traumruf 20, Schwarzer Weiser 15, Grüner Novize 8. Das heißt, wenn wir den grünen Novizen kaufen, dann kostet uns halt 80 Erz. Aber wir kriegen halt 100 dafür. Es ist jetzt vielleicht nicht so richtig der Rede wert. Aber ich meine, wir haben die Option. Also tun wir das einfach mal. Und das ist jetzt der präparierte Traumruf. Den verkaufen wir übrigens nicht automatisch, keine Sorge. Also im Sinne von, wenn wir Sumpfkraut verteilen. So. Gut, dann gehen wir jetzt hier lang und gucken mal, ob wir noch Banditen finden, denen wir das verkaufen können oder ob schon alle schlafen sind. Oder sind das hier die zwei Heinis, die zur Kneipe gegangen sind? Das kann ja auch sein. Ja, offensichtlich sind die hier doch noch draußen. Psst! Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Ich bin doch schon da. Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel, der Typ da drüben am Lagerfeuer, vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Okay, das werden wir uns merken. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Er ist der Diebesfertigkeitenlehrer im neuen Lager. Gut, merken wir uns, falls wir das mal brauchen. Ich habe. Klar. Okay, aber wir haben ja erstmal noch zwei Banditen und erst der hintere ist Butch. Haben wir Glück gehabt. Aber ich glaube, da passiert aus, als wenn noch nicht irgendwas, wenn wir mit ihm reden. Zumindest nicht am Anfang. Wenn. Oder? Naja, wir speichern mal und machen es einfach mal. Hi, wer bist du? Was geht dich ein Dreck an? Deine Fresse gefällt mir nicht. Okay. Aber er hat nicht seine Keule gezogen, um uns eins überzuziehen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich hab... Klar, wenn du... So. Dann einer von den beiden hatte kein Sumpfkraut abgekriegt. Also der hat offensichtlich welches bekommen.
Nicht hier saufen die ganze Zeit. Auch mal mit mir reden. Danke. Boah, dann kratzt er sich noch im Schritt. Toll. Du siehst aus. Hast du? Kannst jederzeit. Na gut.